Hallihallo, hier ist Christian Heimschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Vorab wollte ich sagen, die Selbstliebe-Challenge, die Basic, geht nächsten Monat wieder los. Haut euch da gern rein. War ja jetzt ganz lange nicht verfügbar und genau, und mehr über meine Arbeit und all die Sachen, die ich so mache, findest du auf liebeship.de. Ja, ich dachte, ich mache heute mal in diesen verrückten Zeiten ein Video über das Thema Intuition. Also, weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Gefühl, die wird immer stärker irgendwie so. Gleichzeitig werden die Zeiten immer verrückter. Ich habe das Gefühl, so viel Ego und Leute, die krass drauf sind und Schmerz und also weiß gar nicht, ich habe das glaube ich noch nie so erlebt wie jetzt gerade. Das ist wirklich alle haben ihre Themen, alle sind drehen frei so ein bisschen und haben ihre Themen und also echt jeder irgendwie und könnt ihr gerne mal kommentieren. Ich finde es echt verrückte Zeiten, ne? Wirklich, dann das ist crazy, 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 crazy. Und ich habe aber das Gefühl, ja gut, das sind so meine persönliche Meinung oder nicht nur meine Meinung, es sind einfach Umbruchzeiten, die einfach wild und turbulent sind und das wird wohl auch noch ein bisschen so weitergehen, denke ich. Was mir so auffällt ist, dass Intuition, habe ich ja schon immer gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, auch in Beziehungen, wo wir oft nicht drauf hören. Ich habe so das Gefühl, dass die so stärker wird gerade, sich viel deutlicher meldet. Und genau, wollte es einfach mal reingeben, auch mal hören, könnt gerne mal kommentieren, wie das bei euch so ist. Und einfach nochmal sagen, das ist eben ein ganz anderes Erkenntnissystem, was eher so aus dem höheren Ich kommt, so. Ist leider, das heißt leider ist, oder war zumindest, denke ich, früher häufig sehr leise, diese Stimme, sehr neutral. Aber das Gefühl, die wird stärker. Ist auch das Gefühl, dass auch anderen vielleicht auch so geht. Und das ist eben ein ganz eigenes System, ne? Neben Körperwahrnehmung, Körper ist auch ein ganz eigenes System, aber dazu vielleicht mal ein anderes Video, neben Verstand, den haben wir ja, das ist ja klar, auch ein ganz eigenes System, Herz, also jetzt Herz im übertragenen Sinne, auch ein ganz eigenes System. Und dann haben wir eben die Intuition irgendwie, ne? Intuition, Bauchgefühl, aber eben nicht nur Bauchgefühl, auch wirklich eine ganz klare Intuition. Ich habe das Gefühl, dieser Teil in uns wird stärker. Das ist auch mehr mit dem Hören selbst verbunden. Und meldet sich einfach viel mehr. Und ja, ich wollte dich auch mal einladen, da mehr drauf zu hören, weil das ist einfach eine ganz andere, ganz eigene Quelle von Informationen. Und und häufig right on spot, sage ich mal. Ne? Oft viel schlauer als unser Verstand. Also jetzt nicht, dass der Verstand schlecht wäre, aber überhaupt nicht. Wir brauchen alles. Aber in diesen wirren Zeiten ist es vielleicht auch mal eine Einladung, noch mehr über Intuition zu denken, weil ansonsten habe ich das Gefühl, dass gerade Ego, Schmerz, viele Menschen völlig aggro drauf, weiß ich nicht, alle so mit ihrem Themen beschäftigt, jeder kriegt seine Themen auf den Tisch geballert, Umbruch, also das sind ja echt so krasse Zeiten, also könnt ihr gerne mal kommentieren, wie ihr das findet, ich finde es. Man dachte ja vielleicht, das wäre jetzt vorbei ein bisschen mit Corona, ist ja auch so ein bisschen also am Abflauen alles, aber scheinbar, aber trotzdem diese inneren Themen, die gehen ja weiter ohne Ende bei allen und jeder kriegt seine Themen auf den Tisch geballert so. Und mir kommt es vor wie nochmal so ein Aufbäumen von Ego und Angst und ja, und immer wieder eine Einladung, ins Herz zu gehen, auch in die Intuition zu gehen, in die Nerven zu behalten. Und da ist es echt verdammt schwierig gerade. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Freue mich über Kommentare auf jeden Fall. Also es sind echt verrückte Zeiten, aber scheinbar wollten wir alle hier sein in diesen Zeiten. So. Also ich finde es echt absolut crazy. Also hört mal, schaut mal, also guckt mal, wie es bei euch gerade ist mit Intuition.
Natürlich, also klar, jetzt hier auf meinem Kanal im Beziehungsbereich oder muss ja nicht nur Liebesbeziehungen sein und ja, freue mich, wie ihr das gerade so wahrnehmt, die Welt da draußen. Also ich finde, also ich hab, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals erlebt habe in meinem auch nicht so kurzen Leben, dass alle Leute so angetriggert sind von allem Möglichen irgendwie. Das ist verrückt, absolut verrückt. Ja, freue mich über Kommentare und ja, was gibt's noch zu sagen? Gibt's noch was? Ja, wir bereiten eine virtuelle Liebeship-Party vor. Vielleicht kann ich da auch schon einen Link einfügen hier unten. Und noch irgendwas? Ja, sonst im nächsten Video stellt mir gerne weiter Fragen über das Formular auf liebeschipp.de. Ich kann immer nur Bruchteil beantworten. Guckt mal rein in die Kurse. Das ist einfach nochmal Video. Es ist eigentlich immer nur eine Handlungsanweisung, also Gebrauchsanweisung quasi für Spezialfragen, aber das eigentliche Sache ist in den Kursen. Und ja, wir überlegen, also auch da freue ich mich über Kommentare, ob wir so einen Hardcore-Bindungsängstler-Kurs mal auflegen. Würde ich auch spannend finden. Ansonsten kommentiere ich weiter Love Island. Also ich finde es großartig auf meinem Kanal. Wie schon mal privat. Ich finde es klar, es ist jetzt sehr locker da, wie ich das da angehe, aber es ist einfach spannend. Aber ist auch egal, ist nicht für jeden was und egal.